Ja, hallo, hier ist der Quert und ich begrüße euch mal wieder zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich habe jetzt gedacht, im Hintergrund seht ihr gleich auch ein Gameplay, das heißt nicht gleich, sondern schon die ganze Zeit. Jenes ist aber nicht von mir, sondern von It's Imber und auch wenn auf seinem Channel eigentlich so gut wie nie was kommt, werdet ihr die Kanalbeschreibung natürlich fairerweise in der Beschreibung finden. Fail. Den Link zum Kanal in der Beschreibung, nicht die Kanalbeschreibung. Und da könnt ihr gegebenenfalls, insofern Interesse besteht, drauf drücken und vorbeischauen. Ja. Nun gut. Lang ist es mal wieder her, seitdem ich ein Video gemacht habe. Das Praktikum ist nun schlussendlich vorbei. Drei Kreuze werde ich machen. Wenn ich jemals wieder so ein Praktikum machen muss, dann bin ich für die Rotfärbung der nächstbesten S-Bahn verantwortlich. Also keine Ahnung. Aber ich muss sagen, dass dieses Praktikum mich fest davon überzeugt hat, dass ich, dass ich lieber sterbe, als in irgendeiner Metallproduktion, Verarbeitung, Zeug zu landen. Und sei es BMW oder MAN oder VW, ich möchte nie in einem ihrer Werke arbeiten müssen. Ja, an alle, denen das Spaß macht. Ich kann euch nicht verstehen. Aber nun gut, Geschmäcker sind ja mal wieder unterschiedlich und man soll ja nicht darüber streiten, so heißt es. Und deswegen werde ich das auch gar nicht tun. Und da ist er leider auch schon tot. Tja, was soll man machen? Ja. So, ich muss ja sagen, in letzter Zeit, genau zu sein, habe ich gerade eben kurz davor nochmal wieder Halo 4 gespielt, Capture the Flag, um genau zu sein, was mir sogar in letzter Zeit wieder relativ viel Spaß macht. Ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, in den letzten zwei Games, die ich gespielt habe, hatte ich sehr viel Bock wieder bei Halo 4 hier und hat irgendwie sehr viel Spaß gemacht, auch wenn die Leute, die Teammates, also ich meine, ich spiele in letzter Zeit, da ich die meisten von meinen, in meiner Freundesliste eigentlich, ja, sagen wir, sie haben nicht aufgehört, Halo 4 zu spielen, aber wir spielen, also ich spiele in letzter Zeit relativ wenig mit anderen Leuten zusammen, wenn ich spiele, weil ich in letzter Zeit auch vergleichsweise wenig spiele. Und, ja. Und wenn ich dann mal spiele, dann spiele ich eben meist allein Halo 4 und dann spiele ich immer, so, und jetzt komme ich nämlich zum Punkt, dann spiele ich nämlich immer eher größere Karten als auch Spielmodi, sei es Big Team Battle oder Capture the Flag. Warum? Ich sagen muss, dass diese größeren Modi, wenn man einen auf Lone Wolf macht, da noch Inferno gleich Dragon. Ich hab leider kein Perfect. Mann, immer ich. Wo ich denke, genau. Weil ich sagen muss, dass diese größeren Modi am, noch meiner Meinung nach noch am besten ja, Lone Wolf mäßig eben gehen, wenn man halt alleine sucht, weil man sich so ein bisschen von dem Geschehen entfernen kann und ja, man kriegt schon auch Fett aufs Maul, wenn das Team scheiße ist, aber nicht ganz so krass, weil man halt die Möglichkeit hat, sich so ein bisschen aus der Affäre zu ziehen, weil die Karten natürlich auch entsprechend groß sind. Es sei denn, es kommt wieder irgendwie Simplex oder so dran bei Capture the Flag. Aber gut. Ende letztes Game natürlich noch glorreich verloren. Ich weiß nicht, warum bei Capture the Flag, wenn die Option zu Settler steht, wehtun alle immer für Settler. Ich meine, ich finde die Map nicht schlecht und ich fand sie am Anfang total geil, weil es einer der wenigen Capture the Flag Maps ist, neben Exile, auf denen man mit dem Warthog fahren kann. Aber, weil ich persönlich bin ja in letzter Zeit ein Warthog-Fan geworden, vor allem wenn ich fahre. Also ich liebe es, den Warthog zu fahren, ich weiß nicht warum. Es ist einfach dieses Geräusch und dieses Feeling und... Nein, Spaß. Aber ich finde es sehr belustigend, den Warthog zu fahren und deswegen fahre ich den auch dementsprechend oft in letzter Zeit. Und ja. Genau. Was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, und deswegen fand ich Settler zu Anfangs relativ toll. Hat sich dann aber eigentlich wieder gelegt, nachdem ich bemerken musste, dass das Gameplay von Settler eigentlich daraus besteht, dass sich alle auf dieser hochgelegenen Position mit ihrer DMA und Unsichtbarkeit verkämpfen. Generell ist diese Map sehr anfällig für DMA und Unsichtbarkeit. Die ganz Big Team Battle. Und ich hasse Unsichtbarkeit. Ich meine, das ist einfach nur das Schwulste ever. Die Leute verkämpfen sich dann da irgendwo so behindert am Rande der Map ihre DMA
um dann da irgendwie, oder noch viel besser mit dem Sniper, um dann da über 10.000 Meter entfernt einen dann da wegzuholen mit ihren 5 Schuss. Und das ist halt einfach nur super nervig und macht in meiner Meinung nach das Gameplay komplett kaputt. Also ich finde das überhaupt gar nicht spaßig, gegen solche Leute zu spielen. Aber es ist wirklich null. Und ich meine, die Legitimität dieser Kombi und ob sie overpowered ist oder nicht, sei mal so dahingestellt. Aber ich meine, in jedem Fall hat das Spiel doch schon mal verkackt, wenn es keinen Spaß mehr macht. Und ich weiß nicht, aber ich kenne keine Person, die Spaß daran hat, gegen irgendwelche DMA Camo Camper zu spielen. Ja. Also ganz ehrlich, meiner Meinung nach, raus damit. Und ich hoffe, dass das so schnell nie wieder irgendwo reinkommt. Und ich bete zu Gott, dass sie in Halo 5 wirklich daraus gelernt haben und so einen Scheiß nicht wieder reinbauen. Weil das finde ich ja immer das Peinlichste, ja. Ich meine, ich finde sowas faszinierend, ja, wie Entwickler das dann doch immer wieder schaffen. Ich meine, höchstwahrscheinlich sind sie die Falschen, die man dafür verantwortlich macht, aber trotzdem, sie sind nun einfach mal die, die es trifft. Und zwar einfach die Tatsache, dass sie einfach nie aus den Spielen, die sie davor hatten, lernen. Ich meine, sie kriegen ein gesamtes Spiel lang Feedback, um im nächsten Spiel den gleichen Krampf wieder falsch zu machen. Halo besteht seit Reach, besteht Halo daraus, dass man das eigentlich die ersten paar Monate nicht spielen kann. Was heißt die ersten, eigentlich das erste Jahr kannst du Halo schon spielen, aber es ist nicht halb so spaßig. Und wird dann wieder Ewigkeiten tot gepatcht, bis es dann irgendwann mal bis zur Ankündigung des nächsten Halos dann spielbar ist. Ja? Anstatt, dass man gleich von dem Feedback, das man gesammelt hat vom letzten Spiel, das einfach, ich meine, ich will, es wäre doch mal, alle Leute sagen immer, ja, natürlich kann man nicht das gleiche wie im letzten Spiel machen, aber es braucht Neuerung. Aber es wäre doch mal eine Neuerung, wenn von Anfang an einfach mal alles funktioniert. Wäre das nicht toll? Fände ich schon. Also da wäre ich sogar bereit, mal die Innovation aufzugeben, wenn ich einfach mal ein fertiges Spiel bekommen würde. Ich meine, wenn ich mir Halo 4 so ansehe, es ist immer noch nicht ganz fertig, ja? Zum Beispiel die folgende Medaille oder die folgende Auszeichnung, ich glaube, eine Medaille, die gibt es dafür gar nicht. Flaggenfahrer. Da ich ja in letzter Zeit relativ oft mit dem Warthog umhergrüße, habe ich die natürlich, also vor allem auch im Capture the Flag, öfters bekommen. Deswegen mir die jetzt einfällt und natürlich auch gleich der Bug dazu. Denn man ist einmal Warthog-Fahrer, dann steigt vielleicht mal kurz der Flaggenträger ein und vielleicht schaut er einen auch nur schief an, das reicht meist auch schon. Und dann kriegt man das gesamte Spiel lang, sobald eine Flagge abgegeben wird, Flaggenfahrer-Assist-Punkte. Selbst wenn du nicht mal im Warthog warst, wenn du nur eine Sekunde im Warthog gleichzeitig mit dem scheiß Flaggenträger warst, dann kriegst du das gesamte Kackspiel lang deine dumme Flaggenfahrer-Assist-Punkte. Gut, es ist jetzt nur ein kleiner Bug und es sind auch nur 10 Punkte und ich meine, nobody cares. Aber es ist halt irgendwie schon ein bisschen, ich meine, es zeigt so, wie unfertig Halo 4 doch eigentlich ist. Irgendwie, in gewisser Weise. Ach je. Naja, gut. Soweit ich gehört habe, also ich meine, die Ankündigung ist schon länger jetzt da, die E3 ist schon etwas her. Aber natürlich bin ich wie immer top aktuell und deswegen muss ich das jetzt ja auch mal loswerden. Soweit ich gehört habe, hat irgendwer behauptet, vielleicht ist es auch verdammt viel Krampf, der hier erzählt wird jetzt von mir. Und falls dem so sei, dann möge man mich doch bitte berichtigen. Das fände ich sehr toll. Aber soweit ich gehört habe, ist, dass der Halo-Trailer, den sie auf der E3 vorgestellt hatten, nicht Halo 5 hat es irgendwo geheißt. Keine Ahnung, was ist deutsch korrekt? So sagt es mir, ich weiß es nicht. Naja. Mal sehen, ob das stimmt oder nicht. Und wer das gesagt hat und wer nicht. Und ob ich einfach mal wieder nur Schwachsinn lande. Aber nur gut. Ja, das, ja, wollte ich nur mal so kurz anmerken, da es mich in letzter Zeit doch etwas beschäftigt hat, da ich mir nicht wirklich sicher war, was es denn dann sein soll. Tja, es wäre, hätte der letzte Abschuss sein können, aber nein.
Da musste man natürlich mal wieder daneben schießen, ja, so wie sie das gehört. Aber jetzt hier. Ach, komm schon. Was ist denn das hier? Was bringe ich denn hier eigentlich für Gameplays? Ja, jetzt hier. Und dann ja, genau. Zack, bam. Ja, mit diesen Worten, ciao und tschüss, sagt der Quert. Das war natürlich das Geschehen.